Wie meinst du? Die Kamera. In dem Spiel Cardino Olivo, Italiener. In dem Spiel Cardino Olivo. Künstlerisches Wirken, sein Werk geprägt. Europawerk ist der große Zyklus. Man könnte jetzt denken, blau und gelb, das hätte etwas mit den Freien Demokraten zu tun. Ganz ursprünglich war es natürlich die europäische Flagge, die dich inspiriert hat zu sehr vielen großartigen Werken. Übrigens haben die auch ein klein wenig von Politik. Und zwar jetzt auch in der Methodik. Am Friedrich-Genscher-Haus in Berlin, unserer Parteizentrale, vor dem Sitzungsraum der Parteiführung seit einigen Monaten ein Werk von
Bernd Schwarzer hängt, nämlich das, wie sagt man, Schwesterbild oder Gegenstück zu dem Genscher-Porträt, das hier vorne hängt. Man muss halt eine traurige Geschichte am Ende noch erzählen. Es war ursprünglich ja eigentlich geplant, dass Bernd Schwarzer Hans-Dietrich Genscher trifft zu einem Porträt. Leider ist Hans-Dietrich Genscher zuvor dann verstorben, sodass es dazu nicht mehr kam. Deshalb die Hommage, zwei Porträts von Hans-Dietrich Genscher aus deiner Hand. Und das schließt sehr gut den Kreis von deinem europapolitischen Engagement über die Kunst dann hin auch zu der Unterstützung dieser sehr europapolitisch engagierten Freien Demokratischen Partei. Danke dir. Also, ich danke dir für deine wunderschöne Rede. Ich habe dich auch schon mal... Und sachliche Rede. Ja, ich habe Bernd Schwarzer übrigens auch schon mal in seinem Atelier besucht. Jemand, der schon da war, weiß, eigentlich müsste man sagen, man hat dich im Atelier gesucht. Weil es ja so einem speziellen Ordnungsgedanken folgt. Ja, danke schön. So. Das Atelier ist wie ein europäisches Labyrinth. Ich habe darüber Bilder gemalt, aber kein Zentier. Jetzt darf ich kurz über meine Person etwas sagen, warum ich das in meinem Leben gemacht habe. Ich bin in Weimar geboren, über die Mauer geflüchtet mit meinen Eltern und kam auch auf die Idee, als Künstler muss man etwas erfinden, sonst ist man ein bettelarmer Künstler. Und deshalb habe ich mir überlegt, was soll ich malen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, das, was ich erlebt habe, die Flucht, das zerstörte Europa, zerstörte Deutschland zu malen. Und deshalb bin ich auf das Europawerk gekommen. Und das ist die Geschichte meines Künstlerlebens. So, im Bundestag hängt das Bibelstück, ist auch ein Genscher-Bild. Dieses Bild, dieses europäische Mauerbild, 1980 gemalt, vor 50 Jahren, ging auch beim Bundespräsidenten, damals im Auswärtigen Amt, dem heutigen Bundespräsidenten. Ich habe auch einen großen Förderer, da bedanke ich mich, das ist der Herr Christian Lindner, der geistig mich auch unterstützt. Und natürlich auch der Bundespräsident, da freue ich mich besonders drüber. So, es gibt auch Kataloge über diese Dinge und ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es sind viele Freunde von mir, Weggefährte und damit ist Sammler auch, Sponsoren, Sammler, politische Freunde. Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier ausstellen darf. Und ich hoffe, ich werde das irgendwann mal wiederholen. Ich werde auch das Genscher-Bild hier so als Stiftung oder als Leihgabe in den Landtag Düsseldorf hängen. Das passt gut zu dieser Eröffnung. Dann haben wir auch einen Freiheitsdenker in der Politik. Ich bin ein Freiheitsmaler für Europa. Und ich bin stolz, dass ich das gemacht habe. Ich wäre traurig, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich bedanke mich für Ihren Besuch und danke allen Gästen. Und ich hoffe, wir sehen uns mal im Atelier oder irgendwo. Hier sind auch Visitenkarten. Natürlich. Natürlich. Und ich bedanke mich. Darf ich vorstellen, das ist Herr Sonnleiter, ich muss das machen, weil am 26.09. gibt es auch eine Ausstellung in der Merkel-Pink-Bank. Und Herr Sonnleiter hat das organisiert. Sagen Sie auch ein paar Worte. Ja, auch seit vielen Jahren. Ich kann nur sagen, ich kenne Bernd Schwarzer auch mittlerweile seit vielen Jahren. Und wer einmal in seinem Atelier gewesen ist, ist gefangen von ihm und seiner Kunst. Ist einmalig, das erleben zu dürfen. Und davon etwas auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und auch sehen und erleben zu lassen, ist noch ein besonderes Vergnügen. Insofern herzliche Einladung, kommen Sie am 26. auch in eine Bank an der Leben. Ich freue mich auf Sie. Er hat noch ein paar Minuten Zeit, also ich kann noch was jetzt reden. Ich dachte, der Lindner hätte noch woanders Termine, aber er hätte was Zeit. Also um 21:20 Uhr geht man zu. Ja. Wir machen das. So. Und danach musst du die Bilder noch später signieren.
dann werden die noch wertvoll. Ja, die Fotos, es gibt auch bald große Fotoausstellungen vom Ludwig-Museum über meine Ateliers. Also ich würde mal sagen, die Signatur wird auch bald von mir sehr wertvoll, ja?